warte mal, ich habe doch die Ding auch noch, ne? Das Upgrade. Upgrade-Fertigkeiten. Hier Fertigkeiten. Wir haben was? 13 Fertigkeitspunkte. Okay, damit lässt sich, glaube ich, irgendwas anfangen, oder? Was haben wir denn hier? Belastbarkeit oder nee? Konzentrierter Schuss. Das sind wir eigentlich schon so gut wie voll, ne? Ah, du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du eine Fernkaffe nachlegst. Jetzt habe ich da Konzentration gebraucht? Armbrust nutze ich nicht. Konzentrationstränke nutze ich nicht. Schauen wir mal bei Überleben, da habe ich nämlich im Grunde noch gar nichts. Bietet die Chance, manche von deiner Armbrust abgibt. Okay, nutze ich nicht. Erhöht die Reichweite von Überlebenssicht, Adlerauge. Verbessert Überlebenssicht, Reichweite. Okay. Was haben wir da? Dieb in der Nacht, erzeuge weniger Lärm, wenn du dich bewegst oder fallen lässt. Alles klar. Okay. Dann haben wir hier, erhöhe die Menge an Fleisch, die du von Tieren... Oh, dann ist natürlich gut, dass ich die jetzt gerade nicht gejagt habe, die Tierchen. Ich habe da überhaupt nicht mehr drauf geguckt, Mensch. Was haben wir da unten eigentlich? Hebt in Überlebenssicht Gegner hervor. Das ist nice. Wir haben ja noch einige Punkte, eigentlich können wir fast alles durchmachen hier, ne? Reduziere die Abklingzeit für Ausdauerwiederherstellung. Wunderbar. Verdoppelt die Effektivität von Schrott bei Motorradreparaturen. Wunderbar. Gibt dir bei großer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Stroß, natürlich. So, was haben wir hier? Erweitert den Inventarplatz für Herstellungsmaterialien, Fallen und Wurfobjekte. Als würde ich es brauchen. Ja, das ist wenigstens mal eine sinnvolle Erweiterung. Sowas bräuchte man ein bisschen früher. Das wäre echt super. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer. Gesundheitscocktail. Erhöht die Ausdauerregenerationsrate erheblich. Und hier haben wir noch, erhalte die Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Na dann. Wow. Ich habe halt auf die Punkte gar nicht geachtet, ne? Dann mache ich das hier noch. Grüner Daumen, warte mal, schauen wir jetzt noch wegen Nahkampf ganz kurz, bitte. Die Fähigkeit, dich durch schnelles Rollen zu erholen, wenn du niedergeschlagen wurdest. Was haben wir hier noch? Stellt für jede Nahkampfeliminierung Ausdauer wieder her. Verleiht Nahkampfwaffen die Chance auf kritische Eliminierungen bei Menschen, Schwärmern und Krabblern. Aha. Drücke R, wenn du aufgefordert wirst. Ja, so schnell reagiere ich eh nicht. Blitzschnelle Reflexe, ja, die kann ich brauchen. Weg ja doch schnell ins Rollen zu holen. Ja, dann mache ich das da. Errungenschaft freigeschaltet. Mich hält nichts auf. Naja, außer ganz, ganz viele Zombies. Reduziert Ausdauerverbrauch beim Rollen. Fähigkeit, schwächere Gegner durch Treffer mit einem Stein zu betäuben. Okay. Erhöht den Schaden, den du mit hergestellten und gefundenen Nahkampfwaffen verursachst, erheblich. Jawohl. Ja, nice. Dann hat sich das doch schon mal gelernt.
Hat sich es auf jeden Fall gelohnt, jetzt halt vorher noch das zu machen. Das ist es. Was ist es? Na gut. Wo? Oh, da habe ich was gefunden. Ah, geht doch. Was haben wir hier? Ah. Okay, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur jagen. Was habe ich jetzt da entdeckt? Ist My Time at Sandrock eigentlich ein Spiel, was man auch im Live machen kann? Mit Sicherheit, oder? Weil ich habe davon halt im Grunde noch gar nichts gesehen. Nur Trailer. Das war's. Ich habe auch in kein einziges Let's Play reingeguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Also ich habe keine Ahnung im Grunde, was da ist. Ich wollte die Demo mal spielen, aber dann war ich irgendwie einen Tag zu spät dran. Oh. Bärchen. Vorne sehe ich schon Brecher, oder? Ah, nee, es war ein Koffer. Hab dich. Ist halt der Nachfolger von My Time at Portia. Es wird wahrscheinlich genauso aufgebaut, ne? Und das hast du ja auch gestreamt. My Time at Portia weiß ich gar nicht. Habe ich das gestreamt? Das habe ich, glaube ich, nur als normales Let's Play gemacht. Live habe ich das, glaube ich, nie gemacht. Da war ich noch nicht so aktiv live. Voll ins Schwarze. Mehr Beute. Mehr Beute. Wie komme ich da unten hin? Okay. Da geht's irgendwo hier wahrscheinlich die Straße runter, okay. Ja, wo bist du denn, du Hechler? Oh. Wenn's denn nicht willst. Hier wahrscheinlich. Ah, Nebel, wie schön. Darüber bin ich ja dann zu dir gekommen. Ah. Okay. Dann habe ich das tatsächlich gestreamt. Ich kann mich jetzt halt wirklich nicht dran erinnern, weil ich dachte, ich hätte das wirklich nur als normal gemacht. Hopp. Ach komm, geh halt da. Muss ich jetzt echt da außen rumlaufen, ey. Ups. Das sind ein paar, würde ich sagen, oder? Also zwei, drei sind es schon. Ungefähr. Oh, da kriege ich jetzt gerade auf was Lust. Yeah.
glaube, das mochten die jetzt nicht so. Werde ich es überleben? Ich habe eine mobile medizinische Einheit. Ich muss irgendwie wieder reinkommen. Nachschauen, ob ich noch einen Injektor finde. Packst du fest, oder wie? Servusla. Küsschen, Küsschen? Endlich. Ah. Endlich mal wieder was looten. Nein, nur als Let's Play, nicht als Stream, okay. Ich höre dich hecheln. Wo bist du? Okay, da haben wir Höhle. Ah, da gehen die alle hin. Mich würde interessieren, Servus Derich. Mich würde interessieren, ob ich jetzt halt, naja gut, ich werde wahrscheinlich schon diese Ohren bekommen, wenn ich da runtergehe, ne? Aber ich denke, das wäre auch ein Selbstmordkommando. So, dann haben wir auf jeden Fall erst einmal unser Motorrädchen voll. Gutes Timing. Das sollte reichen. Jawohl. Dann haben wir irgendwo ja wahrscheinlich auch den Miro-Automaten. Lässt du jetzt das Ding fallen? Danke. Machen wir mal die Böxle aus, ne? Weil wenn die hier... Da können wir was machen. Okay, die Boxen haben wir natürlich da oben auf den Dingern auch. Ich brauche Schrott. Ja, ich brauche Schrott. Viermal. Also da hat sich schon was getan, muss ich sagen, ne? Dankeschön. Wie spät ist jetzt eigentlich? 7.54 Uhr nachmittags ist eigentlich genau die beste Zeit, um genau über so einem großen Nest sich aufzuhalten, ne? Kannst du auch mal dein Licht ausmachen? Dankeschön. Alter. Und jetzt geht die Auto, jetzt geht die Alarmanlage los. Jawohl, Explosive. Da haben wir Polizeiauto, finden wir auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen. Wir sind ja jetzt etwas leiser, also das hat es schon gebracht mit dem Upgrade. Danke. So. Wir fangen gerade erst an. Scheiße. Ja.
ich bin auch gut, ne? Ich sag, ich mach mal lieber ein bisschen auf unauffällig. Und dann baller ich hier mit der Waffe rum ohne Schalldämpfer. Das bringt's ja. Was jetzt? Danke. Ja, auch schon lange nicht mehr gemacht, den Schleichangriff. So. Jawohl. Da könnte ich gleich einmal den die Mollys wieder nachmachen, ne? Vor allem jetzt können wir ja 6 Stück haben. Ach, ist das toll. Tja, die kann ich nicht herstellen. Warte mal, also wenn, dann bitte auf Molly. Achso, geht nicht. Ansonsten medizinisch gucke ich mal noch. Herstellen kann ich es nicht. Da habe ich auch nicht genug Zeug. Das kann ich herstellen, wobei ich es eigentlich nie nutze. Das klingt nicht gut. Aber die wandern ja nicht hier durch, weil da geht es ja nirgends hin, ne? Die sind wenn dann irgendwo da vorne unterwegs, ja. Ich denke mal, die kommen nur hier hoch, wenn ich auf mich aufmerksam mache. So, und das wollen wir ja auf jeden Fall, ne? Auf uns aufmerksam machen. Wir haben da noch eine Box. Noch irgendwo eine Box. Jawohl. Sehe schon, ich werde wieder irgendwo eine übersehen. Da ist wahrscheinlich zu, oder? Nicht aufzukriegen. Ja. Und da auch. Okay, dann ist die Frage, wie komme ich jetzt da rein? Irgendwo ein Auto zum Rumschieben, oder? Da kann ich ja nicht hochklettern. Da würde ich jetzt lieber nicht runtergehen. Oder muss ich da runter? Man muss ja irgendwie da hinkommen, ne? Und da liegen ganz viele Ohren. Boah, man erkennt es halt auch nicht, ne? Ich glaube, so leicht werde ich da nicht rüberkommen. Nee, und ich glaube auch nicht, dass ich über die Rampe hier springen muss, dass ich da oben drauf komme. Nee. Dann schaue ich mal ein wenig weiter hinter. Ah, LKW. Vielleicht traue ich mich dann doch mal runter. Da haben wir. Okay.
Schachtel mit Nägeln. Da wird auch zu sein. Dachte ich mir. Na gut, dann eben nach oben. So, nochmal gucken. Ich habe hier zwei lauter Dreiecken, aber das ist lauter Zeug, was wir finden. Oh, warte mal. Warum hast du das nicht eingesammelt? Achso, weil es nicht geht. Da haben wir noch Sprengstoff. Okay, und da ist es. Fest verriegelt. Ja, fest verriegelt. Hä? Hier komme ich doch auch nicht rein, weil das ist ja auch alles zu. Dafür brauche ich ja den Strom. Wie kriege ich jetzt den Sprit hier rein? Ach, klar. Ich bin ja auch doof, ne? Ich muss halt einfach nur außen rum gehen. Oh Mann. Schon wieder ewigst unnötig rum. Ah, gutes Timing. So Leute, haben wir jetzt halt alle Boxen aus oder nicht? Wenn hier irgendwo noch eine Box ist, dann bin ich wahrscheinlich im Eimer, ne? Also ich habe jetzt 4 Boxen ausgemacht. Die vorne an diesem Häuschen. Die, ne, 5 Boxen sogar. Die 2 auf dem Container. Und 2 in den Masten. Probieren wir es halt einfach mal. Mehr als alles nochmal machen, geht ja nicht, ne? Aber wahrscheinlich reparieren, oder? Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Oh Mann. Da drüben ist tatsächlich noch eine Box. Oh Mann. Ups. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich da drauf gehe. Das sind halt ein paar, ne? Ach, verdammt. Halt. Dein Motorrädler ist da. So. Einmal schnell gespeichert. Müssen wir rauskriegen, wo diese Box ist, ne? Habe ich jetzt noch Schalldämpfer drauf? Ja. Der hat noch 32%. Wo ist die Box? Da im Baum irgendwie, ne? Oder ne, da vorne auf dem.
klingt, als würden die neben mir stehen, ne? Gibt viele Ohren, ja, das auf jeden Fall. Zeig mir deine Ohren. Okay. Einmal die hier, bitte mit. Jawohl.